What's up, ladies and gentlemen? Herzlich willkommen zu Clash of Lutz 2 Ehrenkampf. Und heute kommt endlich die Folge Die lustigsten Dörfer in Clash of Lutz 2, beziehungsweise Funny Bases in Clash of Lutz 2, wenn man hier ein bisschen auf Englisch-Menglisch machen will. Und ja, ich habe euch ja schon vor ein paar Tagen erzählt, was ich hier vorhabe. Ich zeige euch, ich habe mir jetzt mal überlegt, am Anfang jetzt so zwei Dörfer so, die ich so gefunden habe, die lustig sind, die außergewöhnlich sind, die was irgendwas haben, was nicht normal ist. Sagen wir es einfach so, das grenzt ein bisschen weiter ein. Und ja, ich habe euch heute zwei Dörfer rausgesucht. Die werde ich euch dann immer wieder einblenden. Falls ihr das andere Video gesehen habt, habt ihr ja schon Erfahrung damit. Ihr seid ja schon Experten dann da drin. Und dann erzähle ich euch einfach, beziehungsweise seht ihr dann schon auf den ersten Blick, warum ich dieses Dorf überhaupt ausgewählt habe. Und wie eben schon gesagt, ich werde dann wahrscheinlich auch immer zwei Stück nur zeigen. Weil, ja, die meisten Spieler, da muss ich schon sagen, die haben es eigentlich schon drauf. Und so außergewöhnliche Dörfer findet man da nämlich gar nicht. Deswegen ist es schon eine ganz schöne Sucherei. Und deswegen komme ich dann, denke ich, auf jede Folge nur zwei Stück. Vielleicht habe ich mal einen Lauf und finde mal, keine Ahnung, einen Haufen und kann euch dann auch mehr zeigen. Aber heute sind wir hier bei zwei Stück angelangt. Und jetzt seht ihr das erste lustige Dorf hier. Schaut es euch an, Jungs. Schaut es euch einfach mal an. Lasst es einfach mal so ein bisschen auf euch wirken. Und ihr werdet bestimmt merken, irgendwas fehlt doch da. Ja, und ich glaube, dieser Kerl hat sich einfach gedacht, ich scheiße jetzt einfach auf alles. Das ist mir viel zu Mainstream. Ich baue einfach überhaupt gar keinen Zaun um meine Stadt. Scheiß einfach drauf. Ich meine, so kann man es natürlich auch machen, wenn man hier irgendwie die Gegner einladen will, hier alles mitzunehmen. Weil wenn man so einen... Ich meine, ihr seht, die Helden sind nicht großartig gelevelt. Das heißt, da wird auch nicht viel drin sein mit Gold und sowas. Aber Leute, das ist doch meine Einladung. Da könnte eigentlich noch so draufstehen, Buffet angerichtet oder so etwas. Weil selbst für die Kleinen unter euch, die ganz Kleinen, ist das hier wirklich, also komplett ohne Zäune. Er scheißt hier einfach auf alles. Und das Geilste daran finde ich immer noch, ihr müsst mal auf die Schützentürme achten. Ihr seht ja ganz rechts den Schützenturm, der ist so am niedrigsten gelevelt, dann ist einer höher gelevelt, dann ist er noch höher gelevelt, dann kommt noch ein höher gelevelter Turm und dann kommt der ganz hoch gelevelte Turm schon mit einem blauen Dach. Also, keine Ahnung, er hat sich hier vielleicht noch so eine kreative Ader bei ihm ausgelebt. Ziemlich witzig. Bei den Kanonen ist es, glaube ich, dasselbe, wenn ich jetzt mal so drauf achte. Ja, nicht ganz, vielleicht. Ja, also, keine Ahnung, was er hier getan hat. Ist ziemlich lustig, aber dann, vor allem dann, das Golddepot ganz hoch gelevelt. Also, er hat hier Prioritäten gesetzt. Ihr könnt es euch selbst anschauen. Wenn du das Video jetzt hier siehst, der, dem das Dorf hier gehört, fühl dich nicht verarscht, sondern nimm es lieber als Tipp, um dein Dorf zu verbessern, weil Zäune, also vielleicht, keine Ahnung, bau wenigstens einen Zaun und, aber, naja, man soll jeden so lassen, wie er will, deswegen lass es einfach so und dann ist es natürlich auch gut, ich meine, sieht auf jeden Fall hübsch aus, dein Dorf, ja, ohne Zaun tut's halt auch, ne? Mehr oder weniger, also keine Ahnung. Aber das war es dann jetzt auch schon vom ersten Dorf, das ich euch in dieser Folge zeigen werde. Und jetzt kommen wir zum zweiten Dorf. Und jetzt wieder was ganz anderes als das eben. Wenn ihr so ein Dorf seht, dann ist es auch, das ist auch wieder so eine Einladung, einfach anzugreifen. Ja, also der Kerl hat sich dann einfach gedacht, ja, Zäune. Also der andere hat sich gedacht, kein Bock auf Zäune. Der hier hat sich gedacht, auch keinen Bock auf Zäune, aber ich muss wohl irgendwie einen Zaun ziehen, deswegen ziehe ich mal so einen Kringel um meine Stadt, mach noch einen Kringel um meine Stadt und dann ist der Salat auch schon gegessen, weil er hat hier einfach nur, er hat sich wahrscheinlich gedacht, diese ganzen komplexen Strukturen, die die anderen hier immer haben, da habe ich keinen Bock drauf, ich mache jetzt einfach meine Stadt und ziehe zwei Kringel drum und dann ist auch gut so. Und das Geilste ist, die Mauern, die da noch übrig geblieben sind, die weißen, seht ihr auch, hat er dann auch wieder einfach so dran gebaut. Also ziemlich geil. Aber es ist eigentlich schon ziemlich symmetrisch, so was er in der Mitte so gemacht hat. Das sieht eigentlich ganz hübsch aus. Er hat hier so schön die Siegesstatuen, so süß.
gleichmäßig parallel gebaut. Dann hat er hier, also es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Wirklich, das muss man einfach sagen. Nur die Art, wie er das so baut, naja, also ich will vielleicht noch ein bisschen, aber was soll man hier sagen? Aber das Geilste hier an diesem Dorf ist eigentlich, wenn es euch nicht schon aufgefallen ist, die größte Einladung, die man in der Liga der Lords überhaupt haben kann. Das Rathaus steht einfach meilenweit vom Dorf entfernt, außerhalb von jeglichen Mauern. Vielleicht ist er hier auf, wollte er hier irgendwie Geld farmen und will sich beim Ressourcenkampf kein Geld, aber das passt dann auch wieder nicht, weil die stehen ja dann wieder am Rand, die Geldsammler. Keine Ahnung, auf jeden Fall steht das Rathaus einfach irgendwo, I don't know. Es ist einfach witzig. Also wenn ihr so ein Dorf seht, dann haut einfach raus und da kannst du einfach so einen Helden, kannst du vors Rathaus stellen und der räumt halt alles weg. Also wenn du das Video jetzt siehst, auch du, fühl dich nicht verarscht, sondern sieh es als Tipp. Stell vielleicht das Rathaus in den Zaun. Ich denke, das bringt dir mehr. Außer du willst jetzt irgendwie wirklich nur Geld haben, Geld farmen, aber dann musst du es auch wieder so machen, dass du den, ja, die Mauern dann nur ums Geld machst und alles andere rauslässt. Das funktioniert wahrscheinlich auch. Und aber das Rathaus, also das ist schon ziemlich geil. Also wenn man so etwas in der Liga der Lords sieht, da freut man sich doch schon. Da leckt man sich sogar die Finger. Einfach nur geiles Dorf auf jeden Fall. Das waren dann jetzt auch schon die zwei lustigsten Dörfer, die ich im Moment so gefunden habe. Also nicht lustigsten, ich habe noch andere im Petto, aber die spare ich mir für andere Folgen auf. Da sind auch welche dabei, die ziemlich hübsch aussehen eigentlich, aber auch wieder ganz anders sind. Also ausgefallene Dörfer, auch gute Dörfer, die ausgefallen sind. Also jetzt nicht nur so, so Dörfer, wo draufsteht, greif mich bitte an und nimm mich aus, wie bei diesen zwei, die ihr jetzt gesehen habt. Aber ja, das soll es auch fürs heute jetzt erstmal gewesen sein. Die nächste Folge kommt dann, keine Ahnung wann, ich kann euch nicht versprechen, wann die nächste Folge kommt. Kommt immer drauf an, was für Dörfer ich so sehe. Aber ich habe auf jeden Fall ein bisschen Depot, um euch was rauszuhauen dabei. Und dann hoffe ich mal, es hat euch gefallen. Gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat. Abonniert für mehr Dörfer. Schreibt mir mal, ob ihr auch schon solche Dörfer gesehen habt oder ob das jetzt was ganz anderes ist, was ihr so immer seht oder ob bei euch die Gegner immer nur brutale Dörfer habt, wo ihr nie durchkommt. Also sowas ist ja schon ziemlich dankbar, was hier so aufgeboten wird. Dann hoffe ich mal, es hat euch gefallen. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt. Und ja, dann sage ich mal hasta la vista, meine Freunde. Baut ein ordentliches Dorf und bis zum nächsten Part.